Hallo, ich bin die Sabine und das ist meine Schwester Claudia. Und wir haben jetzt die Idee gehabt, durch das, dass wir in Reit im Alpbachtal wohnen, dass da einfach gar nichts los ist. Wir hatten uns vorgestellt, dass wenn das war super, wenn sich die drei Dörfer zusammenschließen, dann Reit, Brixlig und Alpbach, da nichts los ist, dass wir eine super Ausgehmöglichkeit hatten. Und eventuell ein Beachvolleyballplatz oder sowas, weil bei uns ist nichts los. Da haben wir, dass einmal mehr junge Leute zusammenkommen. Das klingt schon mal gut. Der Beachvolleyballplatz, wie stellt ihr euch das vor? Wie ist das da ein Ort, wo der gemacht werden könnte? Und wie würdet ihr das finanzieren? Also vom Ort her ist es eigentlich nicht so schwer bei uns. Es ist durch das, dass echt gar nichts los ist, einen Platz, den wir auf alle Fälle finden. Und finanzieren, ja, ist schwer zum sagen, aber ich hätte mir gedacht, so durch das, dass sehr viele Festeln bei uns sind, so Alpbach, Brixlig, Reit haben wir eigentlich viel, dass da irgendwie bleibt bei immer was übrig, wo man da eigentlich was machen kann. Ja, das ist schon mal eine super Idee. Und zum Ausgehen habt ihr bis jetzt nichts, oder? Wir haben ganz kleine Bars und Restaurants und so, aber es gibt nichts Bestimmtes, wo wir müssen immer alle weit fahren, dass wir irgendwo hinkommen. Und jetzt bei uns ist halt überall nichts los. Was könntet ihr euch auch vorstellen, dass es da etwas, dass die Leute angezogen werden? Ein Bar, soll da was Bestimmtes sein oder Motto? Oder? Ja, es war ein Disco war natürlich auch nicht schlecht, wenn wir mal ein bisschen tanzen und ein bisschen anschaken können. Oder sowas wie ein Casino oder so etwas Kleines. Ja. Ist alles besser, wenn nichts oder Einkaufsmöglichkeiten. Bei uns gibt es einfach nichts in Reit. Also es wollt einfach mehr Leben in den Ort bringen, die Jugend einfach motivieren, was zu tun. Und vielen Dank für eure Idee. Ja, danke gern. Danke.